Hi, hier ist Mr. Lagiol, heute mit 4 Lagiol-Kunstwerke, Taschenmesser von Lagiol en Aubrac, made in France. Und zwar haben wir hier diese wunderbaren Kunstwerke mit Preisen von 420, 1050, 850 und 1115. Es sind wirklich phänomenale Taschenmesser mit wunderschönen Guilloche-Arbeiten, vor allem auch hier. Werden wir uns gleich aus der Nähe anschauen. Und selbst das hier für 420 Euro hat immer noch wunderschöne Guilloche und auch eine Ahorn aus Negundo. Also etwas ganz Besonderes. Und da wie immer ein paar Neuheiten zwischendurch. Bis gleich. Diese 4 Taschenmesser sind wirklich außergewöhnliche Taschenmesser, Unikate, die so nicht nochmal produziert werden. Lagiol en Aubrac hat so einige Messermacherkünstler, früher nur einige jetzt sind in der Ausbildung, so dass die natürlich mehr Messermacherkünstler haben. Und der Unterschied zwischen einem Messermacher-Künstler und einem Messermacher ist, dass der Messermacher eben halt dieses Standardprogramm von Lagiol en Aubrac macht mit der Standardbiene, Standardrückengiloschage. Wenn die besser sind, haben die auch ein bisschen Spielraum, mal andere Giloschagen zu machen. Und die Messermacher-Künstler sind auch noch örtlich getrennt. Das heißt, die haben einen eigenen Mini-Werkstatt, wenn man so möchte, wo die wirklich ihre Kreativität freien Lauf lassen können. Und die machen vor allem natürlich solche Unikate, die nur einmal hergestellt werden. Wir haben da natürlich besondere Bedingungen bei Lagiol en Aubrac. Das heißt also, wir können auch besondere Unikate, nicht Unikate, sondern besondere Taschenmesser in Auftrag geben, die besonders schön gemacht sind, die dann aber immer wieder hergestellt werden. Das ist natürlich ein Unterschied. Und wir werden dann nach diesem Video, mache ich dann nochmal ein spezielles Video, so ungefähr 10 bis 15 Minuten lang, wo ich diese Taschenmesser nochmal mit anderen Lagiol Taschenmesser vergleiche, auch von en Aubrac, die ebenfalls so in einem ähnlichen Preisbereich liegen. Und dieser besondere Video, dieser kleinere Video, werde ich dann in dem Arco VIP-Bereich einstellen, auch heute, wenn das Video entsprechend erscheint. Für das Video heute gibt es einen Karmos-Punkt, für das Video in dem Arco VIP-Bereich gibt es auch ein Karmos-Punkt. Man kommt in dem Arco VIP-Bereich, wenn man entweder ein OL Premium Goldkunde ist oder unsere YouTube-Arbeit entsprechend mit einem Betrag angefangen von 2 Euro pro Monat unterstützt. Und da hast du Zugang zu diesem Arco VIP-Bereich, wo wir ganz viele unterschiedliche Videos einstellen. Diese besonderen Taschenmesser, die ich heute vorstelle, warum sind die besonders? Erstmal sind natürlich die Materialien so außergewöhnlich ausgesucht worden. Dann haben wir hier eine besondere Rückengiloschage, die außergewöhnlich schön ist. Das heißt, weit über dem normalen Durchschnitt, was so Lagiol en Aubrac herstellt. Gerade auch dieses hier mit einem Lux, würde ich sagen, oder mit solchen außergewöhnlichen Materialien. Das ist so ein Ahorn, das relativ schwarzes, schwarz-blau, geht so Richtung Ebenholz. Und dann die Klingen sind sozusagen normale Klingen, also keine Damastklingen, sonst wären diese Taschenmesser natürlich vom Preis her noch in einem deutlichen höheren Bereich. Und wir schauen uns jetzt die einzelnen Messer mal durch, schauen wir uns da die Preise an. Und nochmal ganz kurz, wenn Pakete kommen, dann packe ich die auch aus. Und da mache ich entsprechend auch ein kurzes Video von auch so 7 bis 10 Minuten. Und hier zum Beispiel ein Paket von Lagiol en Aubrac habe ich ja auch Freitag ausgepackt. Freitag ist Unboxing-Tag. Unboxing bedeutet, dass ich ja das Paket vor dir live in einem Video öffne. Das geht ja nur einmal, weil es ja verpackt ist. Und dann packe ich das aus und schaue, wie die Sachen verpackt sind, was wir so bekommen haben. So ein bisschen wie Weihnachten, immer eine Überraschung, weil wir nie wissen, was in dem Paket drin ist. Und das machen wir gemeinsam, so dass du dieses Unboxing, dieses Auspacken erleben kannst. Ebenfalls in dem Arco
VIP-Bereich. Das heißt also, da stellen wir unterschiedliche kurze Videos, einmal der Vergleich dieser Neuheiten mit anderen Messern, Unboxing, wo wir ein Paket auspacken. Letzten Freitag habe ich also mit diesem Paket mit von La Giolla No Prague ausgepackt und dann auch noch andere Videos, je nachdem zum Beispiel, wo ich in Frankreich war, dieses Jahr im April, da habe ich auch so kurze Aufnahmen, auch so von 7 bis 10 Minuten Länge, ebenfalls dort eingestellt und insofern, es lohnt sich mal da vorbeizuschauen. Das erste Messer, das ist das Taschenmesser mit einem halben Rückengeloschage, das heißt also hier wurde sozusagen die Rückengeloschage aufgeteilt, wenn man so sagen will. Moment, ich mache hier nochmal das Licht an, da haben wir nochmal ein bisschen mehr Licht. Und zwar die eine Hälfte ist die Mittelfeder praktisch gelochiert. Die Nebenplatine, das ist also jeweils mit einer Platine alle Messer, die ist nicht gelochiert und hier wechselt das praktisch. Das heißt, wir haben hier die Platine gelochiert, aber diese Mittelfeder nicht. Eine sehr interessante Geloschage-Art, das wird öfters bei La Giolla No Prague gemacht und das Besondere hier ist aber auch, dass diese Flächen, die wir hier in die Geloschage sehen, in der Biene, in der Struktur und die Seite der Biene auch nochmal sehen. Das heißt also, wir haben hier diese Bereiche, die sind so punziert und dann haben wir diese Halbkreise und Linien und genau das haben wir hier in den Flügel und Körper der Biene nochmal wieder. Das ist sehr, sehr interessant. Das heißt, das ganze Messer ist eine Einheit. Das liebe ich, wenn gerade die Biene und der Rücken eine Einheit bilden, designtechnisch gesehen. Und auch hier die Biene, die ist wirklich sehr, sehr ausführlich gemacht. Auch hier mit unterschiedlichen Flächen, die punziert sind oder hier blank gelassen werden. Andere sind schwarz eingefärbt. So bekommt die Biene eine völlig andere Dimension, eine ganz andere Struktur. Auch wenn es auch von der Seite, wenn man sieht, relativ flach ist, erscheint das hier durch diese unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen fast schon dreidimensional. Das finde ich immer fantastisch. Der Körper oder der Griff, das besteht ja aus Mammutstoßzahn. Und hier ist dieser Mammutstoßzahn an der Oberfläche. Das ist praktisch die erste Schicht des Mammutstoßzahns. Ansonsten ist ja so, dass natürlich die Mammutstoßzähne auch am Mammut dran teilweise in der Erde gelegen haben, mehrere Tausende von Jahren. Und je nachdem, welche Bodenanreicherungen da waren, welche Mineralien da waren, die sind natürlich über die Jahrzehnte in etwa ein bisschen in die Oberfläche von dem Mammutstoßzahn rein diffundiert, wenn man so will. Und dadurch haben wir manchmal sehr interessante Farben und auch Strukturen teilweise. Und hier sehen wir ein solches Mammutstoßzahn von der Oberfläche genommen. Manchmal sind die auch relativ dick, so dass man die erste Schicht wegnimmt und dann die innere Schicht für andere Griffmaterialien oder andere Sachen benutzt. Auf jeden Fall, das ist hier sehr, sehr interessant. Man sieht hier auch diese verschiedenen Färbungen. Das heißt, die sind wirklich natürlicher Art. Und hier wurde natürlich weiter poliert. Da sieht man ja auch hier, wenn man das so von der Seite sieht, innen ist natürlich das Material relativ gleichmäßig gefärbt. Und nur hier die oberste Schicht haben wir hier wunderbare Farben. Sehr, sehr schöne Farbenspiele. Das ist selten und das ist deswegen auch Unikat. Ein solches Mammutstück wird man da so nicht nochmal finden, das ist ja klar. Also sehr, sehr, sehr interessant. Dann haben wir hier natürlich die Klinge, die typische Klinge, 12C27 modifiziert. Die 5, das ist ja die Zahl, die praktisch La Giolla No Prague oder dem Messermacher von La Giolla No Prague draufklebt, damit man das nachher gut preislich auch differenziert und die zuordnet, weil die haben intern keine richtige Artikelnummer, die diese besonderen Unikate, denen ich hatte, das kommt ja nicht nochmal. Die heißen bei La Giolla No Prague divers. Das ist ein Begriff für alle Unikate und wie schon deswegen kann ich das auch nicht nochmal bestellen. Und die sind deswegen mit diesen Nummern nummeriert sozusagen, damit man das auch intern entsprechend den Preisen zuordnen kann. Das haben wir so stehen gelassen. Wir lassen die Messer immer so, wie die original kommen. Wir machen die schon mal ein bisschen sauber.
aber ansonsten lassen wir die ja so, wie die sind. Der Preis von diesem Messer ist 1115 Euro. Die Klinge lässt sich auch sehr gut öffnen und schließen. Ist auch ziemlich mietig. Das fühlt sich super gut an. Ich finde es auch schön, wenn hier das Kreuz richtig schön poliert ist. Das heißt, wenn ich mit der Hand drüber gehe, dann merke ich ja die einzelnen Stifte, die hier hinein gebohrt sind, nicht. Also klitzeklein bisschen. Ich ahne die, weil ich weiß, dass die da sind. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, also nicht, dass du denkst, das muss normal sein. Ist nicht normal. Manchmal spürt man, wenn man drüber geht, je nach Material lassen die sich natürlich. Es ist ja so, dass wenn man das poliert, die Metallstifte hier eine andere Reibungskoeffizient haben, also eine andere Stärke haben als das Material drumherum, so dass es nicht immer ganz leicht ist, das alles gleichmäßig zu polieren, dass es eine Ebene ist. Wir haben hier Mammut-Stoßzahn fast schon versteinert. Insofern war das hier gut möglich und der Messermarkt hat sich viel Mühe gegeben, dass hier richtig ordentlich aussieht. Sehr schön ist auch hier diese Niete, die nochmal hervorgehoben ist, hier an dem Gelenk des Messers. Da ist dann nochmal so eine Messingscheibe darunter. Das macht es ein bisschen auch nochmal edel, finde ich. Also ein sehr schönes Messer. Das zweite Messer ist ein Messer mit Mammut-Backenzahn. Mammut-Backenzähne werden immer schön eingefärbt mit unterschiedlichen Kunstharzfarben. Das heißt also, der Mammut-Stoßzahn ist nicht gelb, rot, grün oder blau, sondern das wird im Nachhinein eingefärbt und das gibt auch nochmal das gewisse Etwas. So ist das Material auch nochmal vielfältiger, weil von Natur aus ist ein Mammut-Backenzahn eher so dunkelgrau, also ehrlich gesagt nicht so optisch attraktiv. Und deswegen kam irgendjemand auf die Idee, da werden wir nächstes Jahr, wenn wir den Lieferanten mal besuchen. Der hat uns eingeladen, dass wir auch mit ihm ein Interview machen. Und er hat natürlich eine riesige Auswahl an solche Mammut-Backenzähne, Mammut-Stoßzähne, aber auch Mammut-Backenzahn-Stückchen, die für die Griffe verwendet werden, wo so gut wie alle französische Schmieden einkaufen. Da werden wir ein Video drehen, da werden wir auch in seinem Werkstatt, sondern Lager ein bisschen rumgucken. Und der wird uns sicherlich erklären, wie diese Griffe dann auch hergestellt werden, warum die so eingefärbt werden, wie die Technik ist. Da werden wir sicherlich eine ganze Menge da erfahren. Da bin ich auch schon ganz gespannt über das Interview und vor allem über das Wissen, das wir euch da vermitteln. Und gerade auch für solche Beiträge, die wir machen, wir haben ja dieses Jahr auch im April viele Schmieden besucht und auch ganz viele Interviews gemacht. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, damit du ganz viel weißt und erfährst. Und diese Videos sind natürlich auch für dich kostenlos und deswegen sage ich auch immer wieder, wäre natürlich nett, wenn du einen kurzen oder einen kleinen Beitrag zahlst, damit du hier unsere Arbeit im YouTube unterstützt. So, da wie schon gesagt, sind unterschiedliche Farben, hier in der Farbe Gelb. Und hier haben wir auch eine ganz besondere Guilochage, wir haben eine besondere Biene. Ich finde es immer wieder wahnsinnig, wie vielfältig die Bienen immer wieder gestaltet werden können. Mal ganz modern, mal altmodisch. Also hier ist natürlich extrem modern. Das ist auch relativ modern. Wir haben dann andere Bienen, die sind so echt, so wirklich naturtreu dargestellt. Teilweise, wo die Beinchen auch nochmal zu sehen sind, also einzeln. Also Wahnsinn, richtig dreidimensional. Also das ist immer ein Riesenspektrum an Möglichkeiten, wo sich die Messermalkünstler hier austoben können. Richtig schön. Und im Rücken, das sind ja so, ja, ich würde sagen, sehr interessante Blätter. Wir nennen dieses Messer natürlich, werdet ihr noch sehen, also wir haben dann einen sehr schönen Namen dafür. Und zwar deswegen, weil wir hier ein Blatt haben, das praktisch sehr spitz ist, praktisch wie ein Messer. Wir nennen dieses Blatt, dieses Messer, also dieser Lagiol-Messer, Messerblatt, die Edition Messerblatt. Also das kann man schon sehen, das ist wirklich wie so ein Küchenmesser. Sehr interessant. Mal auch mal was ganz anderes.
unglaublich scharf. Und wir haben hier eine Besonderheit, und zwar die, ja, kann man vielleicht sehen, diese obere Seite, ich zeig mal vielleicht im Vergleich zu diesem Messer, die meisten Messer von Lagunobrac, die sind einfach hier oben gerade und verlaufen nach spitz, ist klar. Aber dieses Messer hat hier nochmal eine Abschrägung. Sieht sehr, sehr interessant aus. Und das fühlt sich auch, wenn man hier drüber geht, ganz interessant aus. Also ich finde, diese Abschrägung, das haben wir, oder habe ich ja zum ersten Mal bei Armand Kaysak gemerkt, sehr interessant. Und jetzt sehe ich auch hier ein Messer von Lagunobrac. Ich weiß, diese Art von Klingenschrägung hier ist durchaus üblich, auch bei anderen Schmieden. Aber hier bei Lagunobrac ist mir das ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht so ganz aufgefallen. Oft werden die Lagiol-Taschenmesser mit einem Mammut-Backenzahn oder Mammut-Stoßzahn-Griff mit einem Inlay hier noch versehen. Hier in beiden Fällen in der Farbe schwarz. Manchmal gibt es sie auch in blau, gelb, grün. Und diese schwarze Inlay, das ist entweder aus Holz, zum Beispiel hier Ebenholz, oder aus Kunststoff. Und das ist zum einen natürlich sehr schön als optische Verstärkung, das heißt also, wir haben hier diese, durch das Schwarze erscheint natürlich hier das Mammut-Stoßzahn oder hier Mammut-Backenzahn gelb nochmal ein Stückchen dunkler. Ja, finde ich ja sehr, sehr interessant. Aber ist auch dafür gedacht, wenn es einmal runterfällt, dass natürlich ein bisschen minimal natürlich die praktisch nur mal abfedert, weil das ist hier natürlich versteinertes Material. Und wir haben schon mal, also ich würde sagen schon mal, bedeutet so zwei, dreimal im Jahr Messer, die uns die Kunden schicken, weil denen das einfach runtergefallen ist. Und dann bricht natürlich ein solches Mammut-Stoßzahn oder Mammut-Backenzahn. Deswegen muss man damit auch ein bisschen vorsichtig umgehen. Aber wie schon sagte, diejenigen, die so viel Geld ausgeben, also dieses Taschenmesser kostet hier auch 850 Euro, also 1115, 850 Euro. Das nächste ist auch mit Mammut, kostet 1050 Euro, also deutlich über 500 Euro. Und die gehen dann auch schon ganz anders damit um. Dennoch kann es natürlich passieren, dass auch solche Messer herunterfallen, auch aus Versehen. Und dann ist aber nicht schlimm, denn die Schmieden, wir schicken das zu der Schmiede zurück und die Schmieden können natürlich neue Griffe daran machen. Ist ja schade, die durch die ganze Gilochage und Arbeit am Rücken, an der Biene, solche Messer nur deswegen vielleicht wegzuschmeißen. Die sind auch viel zu teuer, aber also dafür, dass man die wegschmeißt, die sind nicht viel zu teuer, die sind schon, haben schon ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber es wäre schade, die wegzuschmeißen. Und dann schick mir das Messer, wir schicken es zurück zur Schmiede, und entweder, wenn das Stückchen, was abgebrochen ist, noch hast, kann das repariert werden, mit Kunstharz entsprechend verklebt oder auch andere Materialien, oder wenn es natürlich ganz zerbröselt ist, wenn man so will, oder du das Stückchen nicht mehr hast, was abgebrochen ist, dann bekommst du zwei neue Griffmaterialien, die natürlich dann anders sind. Zum Beispiel, wenn du einen Mammut-Backenzahn hast in dieser gelben Farbe, dann wird es das ja nicht nochmal geben. Genau so ist ja klar, da sind ja Verläufe dazwischen von Gelbtönen unterschiedlich. Wenn man sich mal anguckt, sind hier also ganz viele unterschiedliche gelb-braunen Töne. Und sag mal, das wird so nicht nochmal zu sehen sein, das ist ja klar. Aber je nach Schmiede bekommen wir dann eine Auswahl an unterschiedliche Gelbtönen oder Rot, was auch immer. Und dann kannst du vielleicht davon eins davon aussuchen. Du kannst natürlich auch dann gleichzeitig, wenn du sowieso einen neuen Griff bekommst, vielleicht auch entweder ein ganz anderes Material eingebaut haben, oder wenn du doch immer noch bei Mammut bleibst, dann natürlich eine ganz andere Farbe. Nur dann natürlich auch gegen Aufpreis. Das heißt also, so ein Mammutstück wird nicht aus Kulanz nochmal eingesetzt. Dafür ist es einfach auch für die Schmiede dann zu teuer, solche Mammutstücke dann zu kaufen, die dann extra für dich eingebaut werden. So, wir machen jetzt eine kurze Pause für die Dia-Show. Wir schauen uns jetzt diese wunderschönen vier Messer in der Dia-Show, und dann geht es weiter mit den nächsten zwei Taschenmessern. Thank you.
In der Diashow konntest du sicherlich noch ein paar schöne Details sehen und weil es heute natürlich, wo das Video erschienen ist, Sonntag ist, hast du ja auch nochmal wunderbare Naturaufnahmen gesehen. Sehr, sehr schön. Ich bedanke mich natürlich bei den Kunden, die uns immer und immer wieder solche tollen Bilder schicken aus dem Urlaub mit Naturaufnahmen. Und bitte an der Stelle vielleicht auch nicht böse sein. Manche schicken uns natürlich Bilder, aber die müssen auch schon eine gewisse Qualität haben. Die müssen auch zur Entspannung beitragen. Das heißt also, wenn zum Beispiel Bilder nicht von der Natur schickt, sondern vielleicht von der Stadt, da dürfen natürlich nicht so viele Menschen zu sehen sein. Auf der einen Seite, auf der zweiten Seite, das, was man da drauf sieht, vielleicht im Hafen oder in der Stadt oder wo auch immer, muss auch ein bisschen ja, besonders sein, ein bisschen zur Entspannung beitragen, oder? Außergewöhnlich von der Erscheinung her, zum Beispiel mein Dubai wäre, da gibt es natürlich eine ganze Menge Gebäude, die schön sind, oder Las Vegas oder wo immer, oder auch in den alten weißen Bergen in Spanien oder Italien. Es gibt also eine ganze Menge interessante, auch spannende Bilder mit Städten, aber wie ich schon sagte, nicht einfach nur bloße, normale, herkömmliche Bilder, denn wie du aus dir gemerkt hast und auch ich in, durch die vielen Gespräche mit den Kunden, diese Naturaufnahmen, die entspannen Spannen ein und die finden sehr, sehr schön dieses Video mit der Musik im Hintergrund, mit der Dia-Show, von den Produkten, von den Naturaufnahmen. Das entspannt und lässt einem so ein bisschen in eine andere Welt hineinkommen, in der Welt der Lagiol-Messer, in diesem sehr, sehr schönen, in der schönen Hobbywelt. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Taschenmesser. Wir haben hier das nächste Messer auch für 1050 Euro mit Mammut-Backenzahn und der hat hier was Außergewöhnliches. Das heißt also, wir haben hier nicht eine Biene oben, La Mouche heißt dieser Bauteil, sondern wir haben hier ein Luchs. Und das wollen wir uns hier mal ein bisschen aus der Nähe angucken. Schaut mal, wie viele Details da zu sehen sind. Also ich finde es schon wahnsinnig, wenn man sich das genau anguckt. Ich weiß nicht, wie nah ich hier dran mal kommen kann, aber schaut erst mal an, das ist wirklich dreidimensional. Der guckt da schon direkt so, vielleicht nicht ganz böse, aber durchaus nachdenklich nach dem Motto, soll ich beißen, soll ich nicht beißen, habe ich Hunger? Also das ist so ein sehr interessanter Blick und auch diese ganzen Fellschwenkungen, Fellbereiche, also Wahnsinn. Ich muss sagen, das ist echt beeindruckend. Wenn du das hier an einem Video, an einem Fernseher siehst, 4K-Fernseher vielleicht oder ganz großes Bildschirm, da wirst du wahnsinnig beeindruckt sein, wie fantastisch toll das aussieht. Das ist echt schon Kunst. Das ist jetzt kein Messermacher, ist auch nicht Messermacher Kunst. Das ist wirklich ein waschechter Künstler, der sowas Tolles gemacht hat. Zeigen wir nochmal hier. Versuchen wir immer wieder neue Lichtverhältnisse zu zeigen, damit du natürlich auch den gesamten Eindruck hast unter verschiedenen Belichtungen und nicht nur unter perfekten Bedingungen. Und hier haben wir, wir sprachen ja von diesen Einlagen hier als Schutz. Hier ist in der Farbe Blau. Und wir haben hier den kompletten Rücken geloschiert. Wir haben hier auch den kompletten Rücken geloschiert gehabt. Und hier hatten wir abwechselnd einmal halb so, einmal halb so. Bei den anderen beiden ist die Feder nicht geloschiert. Dafür entsprechend die Mitte, die Feder. Sehr schön gemacht mit Blättern. Auch hier haben wir in dem oberen Viertel die Blätter, hier dann ein anderes Motiv und hier wieder die Blätter. Also es wechselt. Da kann man ja wirklich sehen, der Künstler hat das wirklich so gemacht, wie er Lust hat und wie er es für richtig empfunden hat. Sehr, sehr außergewöhnlich. Und auch hier haben wir praktisch diese Mammut-Stoßzahn, auch mit also eingefärbt durch die Natur, wenn man so will. Sehr, sehr interessant. Braucht man keine Sorgen zu machen wegen diesen hier. Das sieht aus wie Risse, das könnten Risse sein, aber die sind natürlich stabilisiert, die Oberfläche. Das heißt, es ist hier auch glatt, man fühlt keine Risse und da braucht man keine Sorgen machen. Also die werden nicht aufgehen oder weiterreißen, wenn man das Messer entsprechend benutzt.
Hier haben wir die Scheibe darunter, die Unterlegscheibe in Edelstahl. Wir hatten das hier aus Messing. Also richtig, richtig wahnsinnig schön. Die Funktion My Chat, von der wir in den letzten Videos immer wieder gesprochen haben, die praktisch eine Kommunikation zwischen mir und dir erlaubt, die in der OLC, Original Agile Community, eingebaut wird, die ist jetzt in der Mache. Ja, wir haben viele Meinungen von euch bekommen, ihr wartet kaum, dass das fertig wird. Das heißt also, wir werden dann auf eine E-Mail-Kommunikation verzichten und dann werden wir demnächst nur noch über diese MyChat-Funktion in der OLC kommunizieren. Es wird richtig, richtig toll, da haben wir richtig tolle Funktionen eingebaut, du wirst sehen. Ich denke mal, dass er so bis Ende des Monats, Anfang Dezember fertig wird und dann haben wir eine ganz andere Ebene der persönlichen Kommunikation. Dann haben wir noch, hatte ich eben vorhin gesprochen, wegen Unboxing, Freitag ist immer Unboxing-Tag und denkt dran, heute ist der Seraphim-Tag. Das letzte Mal, wo du 40 Produkte mit 40% Rabatt bekommen kannst. Der nächste Seraphim-Tage, wir behalten das weiter im Sortiment, die nächsten Seraphim-Tage, die werden immer nur noch 30% Rabatt haben. Ja, wir verlassen diese 40% Rabatt-Schiene und werden dafür noch viel mehr interessante und spannende Aktionen für dich ins Leben rufen und organisieren und managen. Zum Beispiel am 6. Dezember ist die nächste Monatsaktion. Da werden wir der Königstag veranstalten. Das heißt, an dem Tag bekommst du einmal im Jahr alle Bedingungen, die ein Original, ein OL Premium Goldkunde bekommt. Original Agile Premium Goldkunde bekommt. Und dann bekommst du natürlich auch zu dem Arco VIP für einen Tag, 24 Stunden, dann Zugang, wenn du natürlich Kunde von Original Agile bist. Das heißt, Kunde bedeutet, dass du mindestens ein Produkt im Wert von mindestens 60€ gekauft hast. Das heißt also, nur diejenigen, die bei uns eingetragen sind, als Kunde mit einem Kauf mindestens, die bekommen dann die Bedingungen, die die OL Premium Goldkunden haben und den Zugang zu Arco VIP-Bereich für einen Tag, für 24 Stunden. Das heißt, du kannst dich an diesem Tag wie ein König fühlen bei uns, bei Original-Lagiol.de. Kommen wir jetzt zu dem letzten Taschenmesser. Wir haben hier ein Messer, das ganz anders, eine ganz andere Preisklasse um Liga spielt. Wir haben hier Taschenmesser 1115, 850 und 1050€. Und dieses Taschenmesser ist unter 500€. Wir liegen hier bei 420€. Das Material ist wirklich außergewöhnlich. Das ist ein Ahorn Negundo. Das ist relativ schwarz, könnte man sagen, fast schon ebenholzartig. Von der Machart ist relativ ähnlich wie die anderen, also auch mit so einer schönen Niete hier, auch mit den drei Streifen, was ein besonderer Messermacherkünstler kennzeichnet. Und wir haben hier auch eine sehr schöne Biene, nicht so ganz ausführlich wie diese hier, das heißt, wenn man sich das mal anguckt, dann haben wir schon Unterschiede, auch hier in der Rückengeloschage, das heißt also, ich sage es ja immer und immer und immer wieder, je länger der Messermaster-Künstler sich mit dem Produkt beschäftigt, je mehr künstlerische Arbeit hineinkommt, ja, desto teurer ist das Messer. Hier haben wir natürlich die Kombination einmal aus der Bienengestaltung, die hier erheblich aufwendiger ist, Rückengeloschage-Gestaltung und Material. Auch wenn dieses Material hier natürlich wirklich sehr außergewöhnlich ist, ist es natürlich nicht so hochwertig wie ein Mammut-Stoßzahn. Auch hier nochmal kurz den Vergleich. Ja, das heißt, auch diese Biene hat deutlich mehr Details und Elemente als diese.
Auch der Rücken zum Beispiel. Auch hier haben wir so dreidimensionale Elemente. Aber wenn man sich das anguckt, ist völlig nachvollziehbar, dass dieses Messer hier viel längere Zeit in Anspruch nimmt. 850, 420. Das heißt also, unabhängig von den Materialien, dass hier Mammutbacken sind natürlich viel teurer als Ahorn, aber dennoch, zum einen das Material, zum anderen die Arbeit. Und hier kann man es wirklich extrem deutlich sehen. Dennoch ist diese Biene noch um ein Vielfaches schöner als die Standardbiene, die Lagiolenobrac verbaut. Ein vergleichbares Messer mit einer Standardbiene, da liegen wir so bei 250 Euro. Also hier kann man sehen, die Rückengeloschagearbeit und natürlich die Biene, die ist natürlich deutlich schöner als bei den Standardmodellen. Auch die Machart des Messers ist deutlich anders, wenn man sich anguckt. Wir haben hier relativ abgerundete Griffe und hier ist der Griff zwar auch abgerundet, aber im Schnitt durchaus quadratischer. Hier oben kann man sehen, also es ist echt fast schon eckig, könnte man sagen. Man fühlt das auch, das heißt also hier ist wirklich ziemlich rund, während wir hier ziemlich quadratischer Querschnitt haben. Schade, dass ich das hier durchschneiden kann, aber da könnte ich es nicht wieder kleben. Auf jeden Fall ist es auch von der Machart ein bisschen anders. Nicht besser oder schlechter, sondern einfach nur anders. Immer die gleiche Klinge, 12C27 und das Logo von Lagiolenobrac. Alle Klingen bis jetzt waren wirklich mittig. Sehr schön. Auch hier, wenn ich mit dem Finger drüber gehe, an dieser Stelle, da ist ja schon mal öfters scharf. Hier ist nicht scharf, genauso wie auch hier. Ja, hier ist ein bisschen schärfer, hier hätte man ein bisschen mehr runden können, aber gut, es ist aber jetzt nicht so schlimm, dass man sich da verletzen könnte. Also sehr unterschiedliche Taschenmesser von 420 bis 1150 und in dem Beitrag nachher in Marco VIP, da vergleichen wir das mit drei weiteren Taschenmesser, einmal mit Deluxe Red, mit African Flower und mit Meditame. Das sind da drei Messer von Lagiolenobrac, die wir normalerweise standardmäßig im Programm haben, keine Unikate. Und die vergleichen wir dann mit diesen vieren. Schauen wir nochmal, wo die Unterschiede sind. Und denkt dran, am 22. November, da werden wir eine besondere Aktion, das ist eine Live-Videoshow wieder um 19 Uhr. Und da werden wir eine Auktion machen und da werden wir versteigen, zwei Taschenmesser von David Tovillier, beziehungsweise wir zeigen zwei Taschenmesser, aber wir werden eins davon versteigen. Du wählst welches von den beiden, die sind beide gleichwertig, zusammen mit einem Bild, das derjenige gemalt hat oder diejenigen gemalt haben, die mit uns gemeinsam diese Edition gemacht haben. Und nicht nur, dass wir einfach versteigen, sondern ich werde auch ganz viel darüber erzählen. Ich werde zeigen, wie das Bild entstanden ist. Ich werde erzählen, zu der Edition, wie die Edition entstanden ist, aber auch natürlich einiges zu der Geschichte der Edition. Die Edition bezieht sich auf eine besondere Begebenheit in der Vergangenheit. Und da werde ich auch ein bisschen was erzählen. Das wird richtig schön, die Live-Show. So, vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Schau mal in den Marco VIP-Bereich und bis zum nächsten Mal. Dein Mr. Lagiol.